Ja, Freunde, damit willkommen zu einer neuen Folge Futscoom. weiter geht's hier tatsächlich. Guck mal das komische Beam-Ding hier an. Sieht schon lustig aus, ne? So, weiter geht's jetzt hier im Takt. Wir sind hier in der Saftzone. In der Saftzone. Wie geht's meinem Charakter? Dann lass mal sein Pipi-Pupu-Check. Ja, Wassermangel ist in Ordnung. Und wir haben ja nur hier 20.000 Prozent Ballaststoffe. Wir sind ziemlich belastend hier. Der Gürtel ist kaputt. Er ist richtig kaputt, Alter. Ja, wieso habe ich denn keine Piep-Dinger mehr hier? Habe ich die alle weggeballert oder was? Ne, haben sie mir geklaut wahrscheinlich, ne? Die Dinger meine ich. Ja, ne, ach. Warte, doch, ist doch da richtig, ne, oder? Für den dann da. Wieso geht es denn nicht? Oh Mann, ey. Was ist hier los, Spiel? Willst du mich wieder ärgern oder was soll das jetzt hier? Für immer, ne? Ja, der Gürtel ist kaputt. Ihr seht das, hier ist auch noch ein Schwert irgendwie. Ich war, also man kann nicht mehr im Event gehen, das geht irgendwie alles kaputt hier, also. Was soll ich dazu sagen? So, die Dinger, kann ich das noch da reinmachen? Okay, na, das ist wenigstens etwas, ey. Jo! Wir brauchen Trinken. Wir sind ja hier in der Nähe von diesem geilen Bunker. Wo ist denn der? Dieser hier? War das der? Die 4? Ja, muss, ne? Das. Also im Süden dann irgendwo. Ah, da ist das schon die richtige Richtung. Ja, dann flutschen wir da gleich mal hin. Und gönnen uns eine Runde. Ui. Oh, tanken muss ich fahren. Ja, gut. Stimmt. Tanken muss ich auch noch fahren. Leute. So, hier oben meine Wohnung. Trautesheim, Glück allein. Hier gibt es einen Brunnen. Mal eben kurz einen Rüssel dran halten. Geriegelt. Mal gucken, wer da ist. Miau. Nein, nein. Ich habe jetzt gar nicht gemacht. Ich weiß gar nicht. Wie viel jetzt online sind, Leute. Ich hätte mal gucken sollen früher. Nun denn. Vielleicht schreibt ja der ein oder andere. Aber die meisten sind immer ruhig. Also man weiß trotzdem nicht, wer jetzt da online ist. Das ist halt so, ne? Gut. Husky ist online. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal zu diesem Bunker hier. Da habe ich ja letztes Mal auch so geil. Zulu ist auch online. SVD-Magazin und sowas gefunden. Vielleicht finden wir ja noch das letzte. Wenigstens eins bräuchte ich eigentlich noch, um wieder vollen Bestand zu haben. Richtung Süden. Ja, irgendwo hier muss es ja sein. Ja, hier ist das irgendwo, ne? Mann, hör aufs Rücken. Normalerweise, ja, da ist es. Ach, guck mal, wir sind richtig hier. Ja, da ist ein Roboter. Oh, das heißt, da ist schon jemand, Mann. Das kann's knicken. Also ein Robby ist immer, dann ist da jemand, Alter. Die sind nicht ohne Grund da, weißt du? Da ist schon leer gelöscht, verdammt. Oh, das ist nämlich nicht schlecht, die Ecke da. Und C4? Der war blöde jetzt, oder was? Norden? Mal dahin eiern? Wo ist denn hier die nächste Tankstelle überhaupt? Boah, ja genau, gehen wir rüber da. Gut. Alles psychologisch berechnet hier. Hier muss ich lang, ne? Terror! Terror bei Scoom! Ja, der Sprit geht wirklich langsam aus. Ja, Gott sei Dank habe ich ja noch Reservekanister dabei. Dann fahren wir mal zu den oberen Bunker da. Mal gucken, vielleicht ist der ja besser, ne? Oh, beziehungsweise halt nicht besucht. Der hier unten ist ja schon geil gewesen. Ich habe die Waffensysteme noch gar nicht gecheckt. Muss ich gleich mal machen. Am besten noch in der Saftzone.
Hey, hör auf, du Mensch, die blöde Stadt. Guck mal, die Kirche da oben. Da hat auch jemand fett gebaut. So, let me show, please. So, guck mal nach, mein Freund. Wie sieht's denn aus? Waffensystem-Check hier. Oh, 8 Kugeln nur noch. Bist du noch zu retten? Lad nach. Sofort nachladen. Haben wir dann wieder gemacht? So geballert hier oder was? Oh, die Schild. Meine Munition geht aus. Hier, komm. Da ist noch ein Päckchen. Dillip. Dillip. Zap, zap. Alles voll, ne? Hier nochmal Lucky Lucky machen. Gut, SVD ist auch in Ordnung. Da schauen wir aber jetzt nochmal kurz nach, ob da was drin ist. 11 von 10, das passt. Die ist soweit voll. So, sind die repariert, die beiden Flutschen? Jo. Okay, dann können wir los. Hopp. Wobei, guck mal, man könnte von hier... Da läuft ja sogar jemand. Den habe ich gesehen, Alter. Komm raus. Ich wollte es gerade sagen, Alter. Man könnte von hier original dahin snipern, ne? Und dann läuft da auch noch einer. So, in Ruhe raus. Mann, das ist falsch gewählt, du Hirsch. Dass ich mal umdrehen muss. Leute, ich habe mir das hier eingebildet. Da lief definitiv... Da steht ein Auto. Der brennt sogar. Und da lief eben jemand lang. Herzog, Moon. Ulkig. Alt. Rechte Maustaste, Zoom. Ist da jemand drin? Ist denn auch ein schwarzer Pickup? Könnte meiner sein. Grenz. Und ich könnte jetzt theoretisch schießen hier, ne? Sollen wir probieren? Platten schießen? Weil der guckt ja, ich bin ja außerhalb, ne? Warte mal, geht das nicht, dass ich so irgendwie so, guck mal, so bin ich doch sicher, ne? Und jetzt zoomt der raus. Keiner da, huh? Jetzt ist das Ding schwarz. Dann, guck mal, hä? Noch ein Stückchen nach vorne. Weiter. Jetzt geht's. Wie sieht's aus? Ah, mit Glumse hier draußen. Wisst ihr, wie ich meine? Mein Ziel ist ja, einfach nur das Rohr rauszuhalten, ne? Ohne, dass man mich abschießen kann, Alter. Das geht auch so. Okay, so. Nee, da ist ja so. Sieht's dann aus, Alter. Ah, das ist natürlich... Also gut, das kann man denn nicht machen, quasi, ne? Das kann man denn vergessen. Ja, kannst vergessen dann, schade. Dass man da so tricksen könnte, wa? Wäre natürlich voll feige und lame irgendwie im Grunde genommen, ne? Aber das funktioniert nur bei dieser Ortschaft hier, ne? Das ist ja der Hammer. Weil das Ding hier ist ja direkt an der Ortschaft dran, ne? Und so kannst du immer von hier aus da reinschießen in der Ortschaft, ne? Das ist natürlich heftig, Alter. Ach, hier ist auch überall was gebaut worden. Wollen wir den mal wild machen? Na gut, Energie habe ich ja. Na nicht, dass da Minen liegen, Alter. Das bammelt mir jetzt ein bisschen vor. Da bist du gleich rausgelaufen. So, aber wir lassen uns nicht vom Kurs abbringen. Wir fahren weiter Richtung Norden. Hier nehme ich die Straße entlang. Oh, Wasser, Wasser, Wasser. Vorsicht. Mann, so ein blöder Stein. Ein tödlicher Ort, ne? Für unser Auto. Guck mal, hier ist Aluhut Vera. Noch reicht, weiter geht's. Zählt das Geld. Ich finde das Anmachen vom Auto, ne, das darf auch nicht mehr so sich anhören wie ein kaputtes dann. Ich meine, wir haben es ja echt heile gemacht. Vor allem mein Fahrskill ist ja auch mega.
Also theoretisch müsste das irgendwie nochmal so gemacht, eingestellt werden, ne? Programmiert werden, dass man da schneller. Also dass alles schneller geht. Fahrskill, ne? Da müsste die Tür schneller auf und zu gehen, dann müsstest du einfach schneller in den Gang kommen, das Auto schneller anmachen oder ausmachen oder wie auch immer. Und vielleicht von der Lenkung her, dass es noch ein bisschen besser ist vielleicht. Weil der ist sehr schwerfällig, ne? Das dauert zu lange zu lenken, ne? Warte mal kurz. Ach hier, das ist dieser Dings hier, hier rechts. Ja, da waren wir doch auch schon, ne? War der gut? Ich weiß nicht. Oder sind wir hier immer nur dran vorbeigefahren? Da müsste hier rechts ja sein. Bist du in der Schule? Nö. Musst du nicht arbeiten? Ja doch, das ist das hier, ne? Das ist der. Ja. Oh, diese blöden Bäume hier immer, Mann. Das ist der Weg, ne? Ja. Hier ist aber auch ein Roboter, ey. Das ist doch zum Kotzen, Alter. Das kann doch nicht sein, nur weil ich da hingefahren bin, dass da ein Roboter kommt. Das glaube ich nicht. Da müsste dann Spieler sein, Leute. Der ist doch nicht gerade eben gestartet, ja. Das ist voll doof. Das ist am frühen Morgen, ey. So viel los auf dem Server, oder was? Haben wir denn noch Schönes? Hier rechts ist noch einer, C3. Einfach nur nach E fahren. C3. Wenn da kein Robby ist, ey, dann gehe ich da rein. Das ist ja no problem. Aber wenn da ein Robby ist, ist immer ein Anzeichen, dass das schon leer gelootet ist. Wenn man loot will, ist halt blöde, ne? Aber wenn du ballern willst, dann kannst du da auf jeden Fall hingehen. Ja, wir fahren mal hier ein bisschen abkürzen. Aber muss morgen wieder ran. Sula hat heute frei. Anscheinend. Ihr müsst alle Homeoffice machen, Leute. Ist doch angenehm. Ich mache auch Homeoffice. Ist doch toll. Zu Hause immer schön am Rechner. Brauch gar nicht mehr los. Nur zum Einkaufen. Sonst mache ich gar nichts mehr. Also ich versuche das schon alles so ernst zu nehmen, diese Situation, in der wir im Moment ja leben, ne? Mit Isolation und sowas, das ziehe ich selber durch. Ja, jeder hat sich das halt mal anders vorgestellt. Ich wollte ja auch dieses Jahr ein bisschen unterwegs sein, reisen und alles mögliche, ne? Neue Freundin kennenlernen und sowas, ne? Wie es halt so ist. Aber ich stelle das alles nach hinten jetzt, Leute. Gesundheit geht vor. Erst recht, wenn du in der Familie Angehörige und sowas hast, denen es nicht so gut geht, die angeschlagen sind und sowas, dann willst du da nicht noch irgendwie da Viren hinschleppen. Weißt du, wie ich meine? Das ist alles, das muss man ja alles bedenken, ne? Geht ja nicht nur um einen selber, sondern auch, dass du eben jemand bist, der das dann verbreitet halt, ne? Darum. Ohne das zu wissen natürlich. Ja, logisch. Und das ist bei allen Leuten oder angeschlagenen Leuten halt nicht so toll, ne? Deswegen müssen wir da aufpassen, wir etwas jüngeren Leute oder wie auch immer. Okay, hier ist jetzt ein Cargo gerade irgendwie gekommen, oder was? Dann gönne ich mir den doch nochmal irgendwas. Ich glaube, der kommt erst noch runter, ne? Warte mal. Wo bin ich denn? Da. Rechts müsste er sein. Kennen wir uns. Hier sind Zombies. Ja, das heißt, er landet hier. Warte mal. Schneller, Mann. Oh, falsche Waffe, du Idiot. Oh, das artet doch schon wieder aus, ey. Wie kann man sich nur so oft verdrücken immer, ne? Oh, du Penner, du hast mich da eben schon gehauen. Jetzt kriegst du einen rein hier, du Sack. Voll viel Zombies, ne? Ja, du musst aber den Kopf treffen, Alter. Sonst, guck mal, die gehen nicht tot. Ich schieß doch rüber irgendwie, ne? Mann, ey, das schießt doch gegen die Dings hier da, so. Boah, hält der was aus, Alter. Das ist ja albern jetzt gerade. Also jetzt wird's wirklich albern, Mann. Guck mal, er geht auch sofort tot. Klack. Ja, das ist immer ein Indiz dafür, dass hier ein Dings landet, ne? Ein Cargo drauf, die Zombies. Die grunzen voll gruselig. Oha.
Oh, ist das eine Horde hier, Alter. Junge, der haut aber was weg. Ich muss die Landezone hier sichern. Wir wollen alle den Loot haben. So, den kleinsten Busch, den wir haben, verstecken. Dann müsste er gleich... Oh, da ist er. Die Leaks schon kommen. Ich bin der Erste, ich bin der Erste. Ich hab Blutung, Alter. Oh, warum sagt mir das nicht? Ich hab nur noch 40%, Alter. Die haben mich jetzt schon runtergeknüppelt. Gibt's ja gar nicht. Ich krieg das aber echt nicht mit, ne? Mit diesem scheiß Energieding da unten, ne? Erst wenn die Farbe weggeht, so wie jetzt. Dann merke ich das immer so richtig extrem, so, weißt du? So, welche Waffe haben wir denn hier? Schrottgewehr, ey. Ich weiß auch nicht, was soll ich dazu sagen? Eigentlich brauchen wir ja gar nichts mehr so richtig, ne? Hier nehme ich mir Happer und Zucker mit. Das übliche halt, ne? Ja, 10 Liter Wasser können wir da mal mitnehmen. Das war's dann, ne? Prozent läuft bei uns. Und das nur wegen einer Zombie-Horde, ne? Das waren aber viele, 10 Stück oder so? Ich. Ah, tanken muss ich ja noch fahren, stimmt. ETF. Dann schmeiß ich den einfach da so hin, guck mal. Luxus. 100. Ja, langsam wird es hier schlechter, ne? Den Platz wieder, ey. Geht das schon wieder los hier mit Platzmangel, ne? Mensch. Ich weiß nicht, wie ich hier sortieren soll, damit das hier alles noch passt. Ein nach oben. Oh. Alles nicht, ne? Ey, egal, wir fahren jetzt erstmal hier weg. Gefährlich. Ich muss tanken fahren. Wo ist denn die Tankstelle, Mensch? Die große Stadt, glaube ich, da oben, ne? Ja, fahren wir mal eben zur großen Stadt. Das müsste ja da irgendwo... Genau, guck mal da. Ich glaube, da ist auch gleich irgendwo eine Tankstelle. Vielleicht ist das Reas ja noch nicht da. Oder ein anderer Banause, der hier in der großen Stadt wohnt. Tankstelle war hier rechts irgendwo. Da ist sie schon, guck. Oh, ist die leer? Nee, lädt noch die Grafik. Leer. Es sah mir so aus, ob die leer ist. Na so, komm, voll machen. Und hoffen, dass hier keiner ist. Wunderbar. Gönnen wir uns. Und dann müssen wir die Waffensysteme auch nochmal eben neu machen, ne? Da nützt ja alles nix. Es ist wichtig, dass man daran denkt. So, das haben wir. Hier oben ist noch eins hingeflogen. Nochmal hier. Auch komplett. So, dann werden wir da nochmal einmal nachladen. Auch schon wieder fast leer hier. So, das haben wir. Und dem anderen Ding haben wir, glaube ich, gar nicht so geballert, ne? Da. So, ein bisschen haben wir schon daraus geballert, ne? War das auch mal gleich mal voll. Guck mal, so kann auch uns auch nichts passieren hier. Den können wir nochmal auspacken. Vielleicht nochmal ein 20er da unten.
Jo, das sieht doch alles nice aus. Na, nochmal Schokoriegel essen. Ja, geht schon wieder runter, habe ich mir schon gedacht. Schoko, Schoko und was Trinki, Trinki machen. So, ein bisschen Brot. Ja, Magen ist soweit in Ordnung. Ich könnte noch was dribbeln, wa? Renn damit! Dann sind wir wieder gut genährt. Ist der Peppermann, Servus. So, dann hätte ich das ganz gerne, dass er da ist. Dieser hier da. Repariere ich den nochmal in kurz. Oh, guck mal hier, 89%. In dem bisschen schießen, ne? Mann, Mann, Mann. Okay, wir können weiter, Leute. Super, das klappt doch alles wunderbar hier heute. Wir sind auch über 200 Punkte schon wieder gekommen. Was sagt er? Oh, Chef, persönlich. Das Vergnügen hat er noch nicht. Wieso das denn nicht? Ich bin jeden Tag hier, Mensch. 40% haben wir nur. So, wohin jetzt? Geile Lootstellen gibt es ja hier auch nicht, ne? Hier gibt es einen Waffenladen. Vielleicht da mal hingucken. Wenn wir schon mal gerade hier sind in der City. City of Scum. Ui. So, doch keine Straße, wo ich hier lang fahre. Komm, jetzt schmack es rüber da. Shit, schafft er nicht. Jetzt komm aber. Ah, Glück gehabt. Achso, die Sporthalle, da könnte man hin, ja. Da haben wir gleich rechts hier. Ah, sind sehr viele Sprengis hier unterwegs, ne? Da muss man echt aufpassen, Leute. Na komm, steig mal aus. Ui, du kleiner Frechdachs, du. Komm mal her hier, ne? Ah, da kommt der nächste. Was, was? Oh. Scheiße, Mann! Dieser Penner, ey. Ich bin extra noch ein Stück weggelaufen, aber die Explosion ist zu doll, Leute. So ein Mist! Mann! Dann sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, morgen wieder oder im Livestream. Bis dann. So.